So, halten wir fest. Was haben wir bisher alles gesehen für Sehenswürdigkeiten? Die Siegessäule. Die Siegessäule. Der Fernsehturm. Den Fernsehturm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir starten direkt mit dem zweiten Video. Bei dem ersten haben wir euch ja mit ins Z-Live genommen. Wir sind gerade mitten in Berlin und ja, schauen uns mit den Kindern so ein bisschen Berlin an. Tatsächlich. Schaut mal, wie schön. Natürlich ein bisschen laut jetzt. Da ist direkt der Fernsehturm. Die Kinder sind jetzt hier raufgeklettert. Das ist die Figur. Und betrachten den Riesenbrunnen. Wir werden gleich mal Richtung Fernsehturm laufen und uns hier ein bisschen umsehen. Da ist das Rote Rathaus. Okay. Und die Blätter schmeckt gut. Die macht immer so, so. Hustet, ja. Ach gut. Sehr gut. Ja, hier haben wir den schönen Berliner Fernsehturm. Und geplant haben wir eigentlich noch, dass wir noch zum Dings gehen. Brandenburger Tor. Und zur Siegessäule. Na, mal schauen. Wir laufen jetzt gerade Richtung Auto und Flo wollte, glaube ich, Richtung Brandenburger Tor mit den Kindern fahren, ne? Ja. Sehr schön. Wir sind auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Schaut mal! Wir haben ein paar Kutschen entdeckt. Einmal weg hier, da ist. Wir gehen uns jetzt hier erstmal die Panzer anschauen. Für die Kinder natürlich mega interessant. Jordi hat eben schon gefragt, wie lange der Krieg ging. Und danach geht es Richtung Brandenburger Tor, das ist da vorne. Jetzt rennen die Mäuse da umher. Raus hier mit Gebrüll! Wir sind angekommen! Yay! Bei uns ist in Berlin heute verkaufsoffener Sonntag, Schatz, ne? Deswegen ist es, glaube ich, hier so voll, nehme ich an. Vielleicht ist es auch einfach immer so voll. Ich weiß es nicht. Kinder haben jetzt hier Luftballons bekommen. Hat eine verkleidete Dame ihnen gegeben. Hier ist das Brandenburger Tor. Das Wetter ist so, so schön. Wir gehen jetzt zum Bahnhof und fahren weg. Nein, Spaß. Wir gehen jetzt hier rein. Da soll es ein McDonald's geben. Die Kinder hätten so gern was von McDonald's. Und dann gehen wir jetzt mal reinschauen. Und dann haben wir eigentlich noch die Idee, Richtung Reichstag zu gehen. Wir haben uns jetzt hier auf die Bank gesellt. So hat, glaube ich, ein paar zu viele Burger gekauft. Mal sehen, ob da noch was übrig bleibt. Das ist ein Mittagessen, Kinder, oder? Ja. Wir sind jetzt nicht mehr hungrig, haben gut gegessen. Und sind jetzt auf dem Weg zum Reichstag. Da sieht man ihn schon. Mal gucken, wie die Kinder den finden. So, ultimative Frage. Vermissen wir irgendwas in Berlin? Nein. Flasche? Definitiv nicht. Ich sage immer, in Berlin musst du angestrengt fahren. Ja, Auto fahren vor allen Dingen, ja. Nee, wir wohnen jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren in Brandenburg. Wir vermissen nichts. Klar gibt es hier mehr. Mensch, lass das jetzt. Klar gibt es hier mehr Aktivitäten und Unternehmungen und sowas. Aber. Viele Menschen. Ganz viele Menschen. Ja. Zu viele Menschen. Ja, es ist sehr unordentlich. Naja, es ist halt einfach nicht so das, was wir uns für unsere Kinder vorstellen. Aber Reichstag, Schatz. Reichstag. Check. Jetzt haben wir schon einige Sehenswürdigkeiten gesehen. So, halten wir fest. Was haben wir bisher alles gesehen für Sehenswürdigkeiten? Die Siegessäule. Die Siegessäule. Der Fernsehturm. Den Fernsehturm. Was ist das von hier nochmal? Angela Merkel, dieses Bundeskanzlerin. Ja, den Reichstag, wo die regiert. Und, was haben wir noch gesehen? Den Dom und ich glaube das Rote Rathaus. Ja, das sind schon einige Sachen, ne? Wie gefällt es euch? Gut. Wir sammeln jetzt ganz fleißig schon mal ein paar Kastanien. Eicheln gibt es auch schon. Zeig mal deine. Ich habe hier schon ganz viele. Zeig mal deine. Oh, schick. Damit können wir schon mal rein.
Warte, ich mach mal rein. Bitte? Wenn ihr auch schon? Ich hab hier auch ganz. Hier mach rein. Perfekt. Hier. Ich kann die damit alle. Okay. Mit ihrem Kleid. Was sollen wir damit basteln? Die kleinen Männchen. Oder Spinnen kann man damit auch gut basteln. Mit wie viele Beine hat denn so eine Spinne? 8. 8, genau. Aber man sagt auch mit 5 Beinen. Oder so, und jetzt laufen wir, glaube ich, langsam Richtung zurück. Zum Auto. Ich bin müde. Flo ist schon vorgelaufen, weil Violetto schläft, glaube ich, gleich bei ihm auf dem Arm ein. Die ist so müde. Die hat halt noch nicht einmal geschlafen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Jetzt haben wir unsere große Runde durch Berlin erledigt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Kinder mehr meckern und schimpfen. Aber ich glaube, wir haben mehr gemeckert. So anstrengend ist. Ja, jetzt hat Vero hat das Baby jetzt. Und ich habe den Kinderwagen. Genau, jetzt gehen wir zum Auto. Wir haben jetzt noch einen kleinen Abstecher in den Tiergarten gemacht. Und die Mäuse willst du auch runterschatzen? Die Mäuse sammeln jetzt ganz fleißig Eichen, aber nicht da hinten zu dem Hund, wie wieder der Bild so laut ist. Dann haben wir schon mal für die nächsten Tage was zum Basteln. Aus Eichen und Kastanien. Machst du dir da auch mit rein, Skadi? Ja. Ja. Guck mal, die können wir auch gut nehmen, diese Hüte. Ja. Diese Hüte, ja. Ja, die Hüte und die Eichen. Und die Hüte, ja, bestimmt. Ja, perfekt. Sehr gut. Komm, machen wir da auch rein. Nee. Oh, die kommen von umgefallen. Wir benutzen jetzt die McDonald's-Tüte für unsere Beute. Skadi hat das meiste. Wahnsinn. Mama! Sag mal! Ich habe viele Deckel an die Tüte gefunden. Du hast auch ganz viele. Super. Cool. Ups. Upsi. Hälchen, komm. Linda? Ja? Wie war die Berlin-Tour? Cool! Nicht so langweilig? Okay, wir sind wieder im Auto angekommen. Wir sind echt müde. Also wir Eltern einfach. Die Kinder hatten mega Spaß. Aber wir haben ja jetzt schon 2 Videos heute gedreht. Wir waren ja am ersten Video im Sea Life mit den Mäusen. Und danach haben wir noch diese Berlin-Tour gemacht. Es ist jetzt 4:30. Und es fühlt sich für mich an, als wäre es 22 Uhr. Wirklich und nicht groggy. Unser Fazit zu Berlin, Schatz? Voll. Voll. Laut, teuer. Die Luft ist anders und wir vermissen nichts. Gar nichts. Aber es war trotzdem schön. Die Kinder hatten Spaß. Wir dachten, die würden ein bisschen mehr meckern, weil wenn ich mich an meine Grundschulzeit zurückerinnere, wenn wir da solche Touren durch Berlin gemacht haben, wenn uns mal die, zum Beispiel mal die ganze Strecke von Emil und die Detektive mit abgelaufen ist, war ein Grauen für mich. Aber die Kinder fanden es wirklich gut. Wir wollen sogar mal auf den Fernsehturm nach oben gehen und da mal über ganz Berlin gucken. Haben die Kinder gesagt, da würden sie sich freuen. Das werden wir bestimmt mal in Angriff nehmen in den nächsten Wochen. Ja, na ihr Lieben, wir sind jetzt auf Weg nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude im Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Viel Spaß mit dem Best-ofs. Und ich würde mich freuen, wenn er mir sagen würde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und ja, könnt gerne ein liebes Kommentar da lassen oder keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich kann mal reden. Ja, ihr Lieben, wir fahren jetzt nach Hause. Ich bedanke mich, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr dran wart, dass ihr zuge.